Neugierig. Wenn ich versuche, ihn mir vorzustellen, dann ist er jemand, der begierig auf Neues war. Gelehrt. Er war ein Magister der Prager Universität. Er war ein Reformer und ein Kirchenkritiker. Konsequent. Jan Hus war eine hervorragende Persönlichkeit für die Reformation. Der zu seinen Auffassungen dann sehr konsequent gestanden hat. Für seine Überzeugungen gestorben. Jan Hus wurde auf dem Konstanzer Konzil als Ketzer verurteilt und verbrannt. Entdecken Sie Jan Hus.